habe ich was gemacht, was kulturell sehr daneben ist. Ich habe ihn an den Kragen gepackt. Wirklich am Kragen gepackt und gesagt, Sie sagen mir jetzt, was passiert ist. Lebt er oder ist er gestorben? Ich wollte es einfach wissen. Wie kann ein Mensch überhaupt mit sowas umgehen? Also wie hast du das erlebt oder auch durchlebt? Wir dürfen persönlich, aber auch im Blick auf die Situation, wo andere an unschuldig werden, wir dürfen die Schuld als Schuld benennen, das Unrecht als Unrecht. Und das hat Jesus getan. Sonst hätte er nicht ans Kreuz gehen müssen. Ich will keine Rache. Das sagt Susanne Geske nur einen Tag, nachdem ihr Mann in der Türkei brutal ermordet wird. Anstatt zu hassen, vergibt sie den Mördern. Heute ist sie bei mir zu Gast. Ich spreche mit ihr und dem Islamwissenschaftler der FTH Gießen, Dr. Carsten Polanz, über die Kraft der Vergebung. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich darüber. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Susanne Geske. Herzlich willkommen, Carsten Polanz. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ja, schön, dass ich da sein darf. Susanne, du bist vor 20 Jahren mit deinem Ehemann Tilman und 3 Kindern nach Malatya im Südosten der Türkei gezogen, mit dem Wunsch, Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und 4 Jahre später, am 18. April 2007, passiert dann eine absolute Tragödie. Nimm uns so ein bisschen mit in diesen Tag hinein. Was ist da passiert? Ja, der 18. April 2007, das war so der schrecklichste Tag in meinem Leben, kann man so sagen. Am Morgen ist zu uns ein Buchhalter gekommen, weil mein Mann ein Geschäft hatte. Und wir haben gefrühstückt und dann sind die losgezogen, wollten dieses Geschäft, mussten sie leider schließen. Und ich habe die Kinder zur Schule gebracht. Und so gegen Mittag brauchte mein Mann, um das Geschäft schließen zu können, Geld. Hat mich angerufen, ob ich in die Stadt kommen könnte, ihm noch was Geld zu geben. Das war so um 11:30, da bin ich in die Stadt, habe ihm das so überreicht und habe ihm gesagt, ja, was er noch zum Abendbrot haben will, so was man halt so sagt. Und dann ist er gegangen und ich bin nach Hause gegangen. Und dann war Mittag, die Kinder sind von der Schule und wieder zur Schule zurück. Die haben mittags bei uns Mittag gegessen. Und dann hat eine Nachbarin angerufen, so um 2 rum, und sagt zu mir, bei euch im Büro muss irgendwas ganz Schreckliches passiert sein. Da ist ein Amerikaner umgebracht worden. Und ich so, komisch, Amerikaner haben wir nicht bei uns. Was soll das jetzt? Also ich habe das irgendwie, schlechter Scherz oder so. Und dann hat das angefangen, mein Telefon zu klingeln. Der erste hat mir schon herzliches Beileid gewünscht und ich so, wieso jetzt? Was ist hier los? Und dann habe ich wieder ein bisschen genervt aufgelegt. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Habe mich einen Tillmann angerufen auf dem Handy und das war aus. Da habe ich gedacht, komisch, der macht das Handy doch nicht aus. Der macht das noch nicht mal aus, wenn er nachts schläft. Das war noch so am Anfang. Die ersten Dinger, die haben einfach immer geklingelt. Und danach haben wir dann angefangen, da wurde das klar, dass wirklich irgendwas passiert ist. Wir wussten aber nicht, wo sind unsere Männer. Meine Freundin hat dann angerufen, ich weiß nicht, wo mein Mann ist. Hast du deinen gefunden? Was ist mit deinem? Was ist mit dem anderen? Mit dem Uhr? Und dann haben wir rumtelefoniert und wir haben dann angefangen, die Krankenhäuser anzurufen. Und bei uns in der Nähe war eins, da sind wir hingelaufen mit den Kindern, mit 2 von den Kindern. Die andere war in der anderen Schule. Und die haben uns gleich irgendwie erkannt und uns in so ein Räumchen gestopft, ein kleines Zimmerchen, und gesagt, ja, wir sollen da warten. Und dann habe ich gedacht, auf was warte ich denn jetzt hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will wissen, ob mein Mann hier irgendwo im Krankenhaus ist. Ja, ich soll mal warten. Und dann kam die Polizei. Und irgendwann sah man so draußen, dass die so miteinander geredet haben. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Jetzt muss ich raus und fragen. Und dann sage ich so, wissen Sie jetzt Bescheid, was ist mit meinem Mann passiert? Und dann fing er wieder an so, in der Türkei sagt man halt nicht so direkt, was passiert ist. Dann habe ich was gemacht, was kulturell sehr daneben ist. Ich habe ihn an den Kragen gepackt. Wirklich am Kragen gepackt und gesagt, Sie sagen mir jetzt, was passiert ist. Lebt er oder ist er gestorben? Ich wollte es einfach wissen. Und dann hat er halt gesagt, nee, er ist verstorben. Und da konnte ich meinen Kindern Bescheid sagen. Und da sind wir zusammen, also die Kinder nach Hause. Ich musste noch auf die Polizei. Und ja. Dein Mann, der wurde ja auch brutal ermordet. Also mit 15 Stichen wurde er auf ihn eingestochen und dann
ist der Tod eingetreten, kurz nachdem ihm die Kehle durchgeschnitten wurde. Wie kann ein Mensch überhaupt mit sowas umgehen? Also wie hast du das erlebt oder auch durchlebt? Ja, ich habe das eigentlich mehr so von mir weggeschoben. Und dadurch, dass die anderen beiden auch nicht besser gestorben sind, sozusagen waren ja drei Leute und die haben alle drei das Gleiche erlebt. Und das war schon so irgendwie so eine Community. Also wir haben die Frau von dem Nejati und ich, wir waren oft zusammen und haben darüber geredet und ja, uns gegenseitig auch Trost zugesprochen und so. Und ich glaube, das hat eine ganze Menge geholfen, da ein bisschen mit klarzukommen. Und wie ging es deinen drei Kindern damit? Ich meine, die haben ihren Vater verloren. Ja, natürlich uns allen völlig im Schock und es war ziemlich eine heftige Zeit, weil wir auch viel im Rampenlicht standen mit Presse und so und wir hatten viel Besuch. Jeden Tag, also eigentlich drei Monate lang, vier Monate lang, bis wir nach Deutschland sind, hatten wir durchgehend jeden Tag Besuch, teilweise Übernachtungsbesuch. Also es war richtig was los bei uns. Wir hatten aber auch Leute, die geholfen haben. Und so nach der Zeit konnte man sich dann als Familie wieder so ein bisschen eingewöhnen. Und da hat man das dann schon gemerkt. Gerade dann kam Weihnachten und ja, dann so Sachen wie Geburtstage und so, da wird das dann schon heftig. Die fünf Männer, das fünf junge Männer waren das, die drei Männer ermordet haben. Die hatten bei der Tat einen Zettel mit der Zeile, wir haben es für unser Land getan, in der Tasche. Und das war nicht der erste Mord an einem Christen in der Türkei. 15 Monate zuvor wurde auch der Pater Andrea Santoro, ein katholischer Priester, von hinten während des Gebets erschossen. Carsten, was ist deine Beobachtung zur aktuellen Lage von Christen in der Türkei? Wie sieht es da aus? Sind die gefährdet? Also ich denke, ein ganz großes Problem ist der enge Zusammenhang in der Türkei zwischen diesem Nationalismus, der noch immer sehr stark ist und natürlich auch sehr stark gepusht wird von einzelnen Bewegungen in der Gesellschaft, sehr einflussreichen Bewegungen in der Politik, in der Gesellschaft, jetzt gerade auch in den letzten Jahren unter Erdogan gab es ja eine starke Verschärfung über die Jahre auch der AKP-Politik und da ist dieser Nationalismus sehr stark und es gibt einen Islamismus, der auch von anderen Gruppierungen in anderen Milieus jetzt, die nicht unbedingt immer ganz nah bei Erdogan stehen, aber die islamistische Denkweisen in der Gesellschaft verbreiten, die das mit befördern, dass eine christenfeindliche Stimmung da sein kann und starke Vorurteile. Es gibt keinen öffentlichen, freien Diskurs, Austausch der Meinungen, wo Christen und Muslime ganz offen einfach ringen können, auch um grundlegende Fragen, auch da, wo sie sich fundamental unterscheiden, auch in ihren Glaubensvorstellungen, in ihrem Gottesbild, in ihrem Menschenbild. Das ist einfach sehr, sehr schwer nach wie vor in der Türkei. Und dann gibt es natürlich auch massive Einschränkungen teilweise im Bereich der Religionsfreiheit, so wie wir sie hier auch in unserem Land verstehen. Dazu würde dann eben auch gehören, dass christliche Minderheiten auch die Möglichkeit haben, ihr Personal auszubilden, entsprechende Bildungseinrichtungen zu unterhalten. Das ist nicht möglich, selbst für die anerkannten religiösen Minderheiten ist das bis heute nicht möglich und für die nicht anerkannten religiösen Gemeinschaften, die können sich zwar versammeln und so, aber können eben auch ihre Pastoren nicht ausbilden eigentlich. Mhm. Und das sind schon deutliche Einschränkungen, aber am schlimmsten sicher auch in dem Kontext dieses furchtbaren Ereignisses, das Susanne durchlebt hat und die Gemeinde dort in Malatya, war eben diese Medienkampagne, wo also gezielt auch Unwahrheiten, Lügen verbreitet wurden, über Christen und über angebliche missionarische Kampagnen und so weiter, die eben der Türkei sozusagen das Herz der Türkei angreifen. Und da vermischen sich dann, da waren dann eben, haben sich sozusagen nationalistische Kreise und islamistische Kreise zusammengetan. Und das war ein unheilvolles Gemisch, was sich da zusammengebraut hat und zu einer entsprechenden Stimmung geführt hat. Und dann eben auch junge Menschen, gerade radikalisierte junge Menschen, dafür dann benutzt wurden, das auszuführen. Susanne, was war das für eine Medienkampagne? Wie hast du das vor Ort erlebt? Ja, das war so einmal von den Zeitungen. Also es war so, als wir nach Malatya gezogen sind, nur so ein kleines Beispiel. Ich sage mal, der Geheimdienst weiß alles, kann er ja auch, aber manchmal bringen sie auch ein bisschen was durcheinander. Und dann stand praktisch in der Zeitung am Tag, bevor wir dahin gezogen sind, die Familien kommen nach Malatya und sie bringen, ja, die machen
Brainwash, Gehirnwäsche mit allen Leuten und so. Und wir müssen uns vor denen schützen, irgendwie so in die Richtung. Gab es dann so eine Kampagne und da hat unser Freund uns angerufen und hat gesagt, na prima, ihr habt schon auf die erste Seite der Zeitung geschafft und seid noch gar nicht hier angekommen. Das war so eine Sache, aber wir haben das nicht so wahnsinnig ernst genommen, weil das war gerade sowieso dran. Also in den Medien, in so Talkshows kam dann ein so ein Herr, der war Moslem, ist zum Christentum gekommen und hat dann sich wieder zum Islam bekehrt und er hat dann halt erzählt, wie schrecklich diese Christen sind und solche Sachen halt. Da wurde das schon ziemlich laut gerufen sozusagen. Du hast dich trotz dieses schrecklichen Ereignisses entschieden, dann mit deiner Familie, mit deinen drei Kindern in Malatya zu bleiben. Warum? Gute Frage. Wir haben uns da wohlgefühlt, sowieso. Und ich habe keine negativen Erfahrungen gehabt von meinen Nachbarn oder von meinen türkischen Freunden. Für mich war das so, das ist was komplett anderes. Und ich war auch auf der Straße so kurze Zeit nachher, wenn ich in der Stadt war, Leute wirklich mich angesprochen und mir gesagt, das war nicht der Islam. Der Islam ist so nicht, wir sind so nicht. Und das stimmt auch, das ist nicht so. Die Menschen sind ganz anders und von dem her war das für mich kein, irgendwie, dass da eine Gefahr wäre. Und meine Kinder, die hatten ihre Schulen, ihre Freunde, das wäre schrecklich geworden, wenn wir da komplett wieder alles umgestaltet hätten nach Deutschland. Also neue Kultur, neue Sprache, neue Freunde. Ich glaube, das wäre viel schlimmer geworden für uns. Du hast dann einen Tag später vor der Weltpresse öffentlich den Mördern deines Mannes vergeben. Wie kam es dazu? Ja, das war auch eine sehr besondere Situation. Also am zweiten Tag waren die ganzen Pastoren, sind die alle gekommen aus der Türkei. Alle saßen bei mir im Wohnzimmer. Und die Medien wollten natürlich, haben geklingelt, wollten mit mir sprechen. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und in dem Moment, muss ich sagen, mein Gehirn war so, wie man halt so ist, wenn man im völligen Schock ist, also völlig leer, ohne alles, so Nebel, ne? Ja. Völlig benebelt, keine klaren Gedanken. Und dann sagte einer so, ja, die Medien wollen reden. Ich so, nix, na, will ich nicht. Und dann sagt einer von den Pastoren zu mir, aber guck doch mal, das ist doch die Chance, wir wollen doch immer das Evangelium nach draußen bringen. Und das hat mich so wie angeknipst. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn? Dann habe ich so ein ganz kurzes Gebet gesprochen, so, ah, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, aber sag mir doch einfach, was ich jetzt machen soll. Und dann war das für mich so wie, ich sage mal, wie Gott zu Moses gesprochen hat, steht im Alten Testament, und der Herr sprach zu Mose. Und so hatte ich das irgendwie auch, das Gefühl, dass jetzt spricht jemand zu mir und sagt diesen Satz in mein Ohr, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und erst war ich so ein bisschen, okay, und jetzt? Und dann habe ich so die Pastoren gefragt, wo steht das nochmal? Ich wusste in dem Moment echt nichts. Und dann sagt, ja, das hat doch Jesus am Kreuz gesagt. Ha, ach so. Und dann ist es mir erstmal, ne, okay, mache ich auch. Wenn Jesus das gemacht hat, kann ich das auch machen. Also das war für mich irgendwie so okay, das machen wir jetzt. Dann habe ich das auf Türkisch aufgeschrieben und das auch so gesagt und auch gemeint. Das heißt, du hast dich auch danach gefühlt? Also fühlen würde ich mal nicht sagen. Das wäre mal mehr eine Kopfentscheidung, eine ganz klare Kopfentscheidung. Jesus hat das gesagt und das tun wir jetzt. Und das habe ich gemacht und ich muss gestehen, das ist für mich immer noch ein Riesenwunder, Gnade Gottes, was Gott da gemacht hat. Einfach mir das auch ins Herz getan. Ich hatte niemals Hass, Rache, irgendwelche bösen Gedanken. Und ich bin sicher, das hat Gott in dem Moment alles komplett weggenommen. Weil das wäre garantiert gekommen. Ich meine, ich bin auch nur Mensch, oder? Also, aber das hat Gott so gemacht. Wow. Die Vergebung spielt ja in den meisten Religionen eine wichtige Rolle. Und Susannes Entscheidung, jetzt den Tätern zu vergeben, hat aber wirklich für Schlagzeilen, sage ich mal, gesorgt und für viel Aufregung im muslimischen Kontext gesorgt. Carsten, warum? Worin besteht das muslimische Verständnis von Schuld und auch Vergebung? Also das ist immer ein bisschen schwer zu erkennen, ist das jetzt vor allem der Glaube, die Theologie oder ist das Kultur? Es vermischt sich auch, gerade in den muslimischen Mehrheitsgesellschaften, nicht immer so leicht auseinanderzuhalten, bedingt sich teilweise gegenseitig auch. Es ist kulturell erstmal ein Hindernis sehr stark für Vergebung, dass es als Schwäche gedeutet werden kann. Unrecht muss vergolden werden, muss gerecht werden. Ja, es gibt auch im Islam noch, vorislamischen Zeit schon,
aber dann eben auch im Islam das Vergeltungsrecht, dass also Recht Unrecht gerecht werden muss und dass man das nicht einfach vergeben kann. Das ist ein Ausdruck der Stärke auch, eigentlich Rache zu üben. Also nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. So. Ja, genau, wobei man da dann oft übersieht im Alten Testament, dass das eigentlich ja eine übermäßige Vergeltung begrenzen soll. Also dass es wirklich kein Übermaß an Rache gibt, sondern dass es eher als Begrenzung gemeint ist. Wir lesen das meist heute als Aufruf zur ordentlicher Rache, aber es ist eigentlich eine Beschränkung der Vergeltung. Aber wenn es um den Glauben geht, ist es so, dass unter den 99 schönsten Namen Allahs auch der Vergebende ist, der Barmherzige. Ja? Das gibt es also schon von Seiten Gottes aus muslimischer Sicht und es gibt auch eigentlich die Empfehlung zu vergeben und zumindest die Möglichkeit, auch die Vorstellung, dass es ein gutes Werk ist, zu vergeben und auf Vergeltung zu verzichten. Aber es ergibt sich, so wie ich den Islam verstehe, nicht aus dem, aus der Beziehung zu Gott, aus der Nachahmung Gottes sozusagen, so stark, wie es im christlichen Glauben der Fall ist. Weil es ist in der Beziehung des Menschen zu Gott nicht sicher, ob Allah wirklich alles vergibt. Es ist eine Sache der Zukunft. Das kann man erst in der Zukunft wirklich sehen, ob der souveräne Gott aus ihrer Sicht dann eben wirklich mir die Sünden vergibt. Und insofern lebt der gläubige Muslim eigentlich in so einer Balance oder versucht, so eine Balance zu finden, in so einer Spannung. Ja, Allah ist bereit zu vergeben, er ist gnädig, aber gleichzeitig ist er auch der Richter und er wird auch gute und böse Taten gegeneinander abwägen. Ja, und da, glaube ich, liegt etwas, wo liegt ein ganz gewaltiger Unterschied zu unserem christlichen Glauben, zum Evangelium, der jetzt hier in so einer Situation natürlich wie unter so einem Brennglas deutlich geworden ist. Da sind schon viele Muslime. In Ihrem Fall war das in der Türkei, hat das ganz gewaltige Diskussionen ausgelöst. Ich weiß das aber auch aus anderen Kontexten, auch aus Ägypten, aus einer Talkshow, wo das ähnlich eine Frau getan hat als Witwe eines getöteten Christen und der Moderator war sprachlos, weil es ist gewaltig, irgendwie auch wahrscheinlich tief im Innersten eine Sehnsucht danach, vergeben zu können, so wie diese Frau oder wie Susanne hier, aber gleichzeitig, das geht doch nicht. Woher will ich die Kraft nehmen, ja? Wie kann ich auf Groll, auf Bitterkeit, auf Hass verzichten, wenn man auch noch bedenkt, wie Tillmann umgebracht worden ist, ja, mit welcher Brutalität, mit welcher Grausamkeit, mit welchem Hass, wie kann man diesen Kreislauf so durchbrechen? Und da gibt es schon ein großes Erstaunen, eine große Verwunderung und manche haben sich deshalb dann sehr stark auch mit dem Evangelium auseinandergesetzt. Wie bist du, Susanne, mit diesen Reaktionen umgegangen, also diese Reaktionen von Erstaunen und dass sie es nicht nachvollziehen konnten, wie bist du damit umgegangen? Also viele Leute haben vor allem auch gesagt, ja, die hat es wahrscheinlich gar nicht ernst gemeint, sowas kann man ja nicht machen, man muss ja Rache üben und normalerweise würden die Leute da sich ihre Haare aufraufen, schreien und toben und so richtig, ne, viel Temperament und zeigen, dass man die große Rache möchte. Und ich habe da nicht so viel zu gesagt, ich bin halt immer wieder gefragt worden und habe dann einmal sogar die Chance gehabt in einem Live-Film, also wo nicht geschnitten worden ist, wo ich eigentlich gedacht habe, das fragt er mich die eine Frage und ich habe so versucht, in einer Minute das Evangelium zu erzählen. Und dann kam ich eben auch auf Vergebung und habe ich gesagt, so, und jetzt schneiden Sie mich. Und dann hat er gefragt, kannst du das nochmal genauer erklären? Und dann hatte ich eigentlich 15 Minuten live. Also das war der Hammer, ja. Da habe ich so gemerkt, wie der Hunger da ist, wie sie wirklich selbst die Leute, die im Hauptfernsehen das eigentlich nicht zulassen würden, so einen Hunger hatten, dass ich da nochmal erzählen konnte. Genau über das Thema Vergebung. Das war echt der Hammer. Ja, schön. Carsten, du hast gerade schon gesagt, dass das christliche Bild von Vergebung sich sehr stark davon unterscheidet. Was sagt denn die Bibel über Vergebung? Welche Prinzipien lassen sich in der Bibel finden zum Thema Vergebung? Also wir haben zig Begriffe erstmal im Alten wie im Neuen Testament, vor allem im Alten, eine ganze Vielfalt von Ausdrücken, auch von Bildern, unheimlich gewaltige, schöne Bilder finde ich auch, um auszudrücken, was Vergebung ist. Davon die Rede, dass Schuld getilgt wird, dass sie zugedeckt wird, dass Gott sie zertritt, dass er sie ins tiefste Meer versenkt. Es hat etwas von unglaublicher Befreiung, von Entlastung.
Ja, aber auch eine rechtliche Dimension, auch gerade dann im Neuen Testament, wenn wir uns das anschauen, wie das Evangelium beschrieben wird, da wird wirklich Schuld, die wir definitiv haben vor Gott, die wird ausgetilgt, die wird uns erlassen. Und jetzt ist es aber ganz wichtig, wir können das, glaube ich, nicht verstehen, das christliche Verständnis von Vergebung und auch dann von Versöhnung und auch von zwischenmenschlicher Versöhnung, wenn wir nicht eben da ganz stark auch die Beziehung des Einzelnen, auch desjenigen, der vergibt, zu Gott in den Blick nehmen. Und wenn wir nicht aufs Kreuz schauen, das steht im Mittelpunkt, im Herzen unseres christlichen Glaubens, im Herzen des Evangeliums. Und am Kreuz kommt die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes zusammen. Oder von Jesus heißt es mal, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Das heißt, auch wenn wir darüber nachdenken, innerchristlich, innerfamiliär, in meiner Ehe, in Freundschaften, es ist ja nicht immer so gewaltig wie bei Susanne, ja, das ist jetzt das Ultimative, das ganz Krasse, aber im Alltag haben die meisten, auch wahrscheinlich unsere Zuschauer, mit weniger erheblichen Dingen zu tun, die trotzdem Bitterkeit auslösen können. Und dann ist es so wichtig, finde ich, es unheimlich heilsam, auch im eigenen Leben, auf das zu schauen, was am Kreuz passiert ist. Da wird die Schuld, die objektiv da ist, die Sünde, nicht verharmlost, nicht relativiert, nicht wegerklärt, aber sie wird auch nicht mehr verschoben. Ja, Schuldverschiebungsspiele, die wir so oft gerne betreiben. Sondern wir dürfen persönlich, aber auch im Blick auf die Situation, wo andere unschuldig werden, wir dürfen die Schuld als Schuld benennen, das Unrecht als Unrecht. Und das hat Jesus getan, sonst hätte er nicht ans Kreuz gehen müssen. Also die christliche Botschaft ist ja, da Jesus hängt am Kreuz, weil wir wirklich ein gewaltiges Problem haben. Und das reicht auch tiefer als das, was andere Menschen sehen. Und da geht es um die Entfremdung von Gott, die Rebellion gegen Gott. Und trotzdem, er hängt dort aber auch am Kreuz, weil er voller Gnade ist, weil er retten will, weil er vergeben will. Vielleicht genau ein Gedanke, das, was ich sehr hilfreich finde, ist dann, dass das Evangelium befähigt uns wirklich Peacemaker zu sein, um mal den englischen Begriff zu nehmen, Friedensstifter zu sein. Und Ken Sandy hat das mal schön dann verglichen. Wir neigen entweder dazu oft, wenn wir nicht wirklich Frieden suchen, Peacefaker zu sein. Wir täuschen Frieden vor. Wir fliehen aus dem Konflikt. Wir unterdrücken vielleicht auch Konflikte. Wir blenden Schuld aus. Wir schlucken das. Wir vergiften uns innerlich oder wir gehen in den Angriff. Wir vergelten, wir rächen uns. Und das Evangelium weist einen Weg, wirklich echten Frieden zu stiften. Ja. Mhm. Susanne Carsten hat es gerade auch kurz angeschnitten, so das Thema Vergebung und Versöhnung. Mhm. Es hat ja keine Versöhnung bis heute stattgefunden mit den Mördern. Mhm. Worin siehst du für dich persönlich den Unterschied zwischen Vergebung auf der einen Seite und einer Versöhnung? Also ich finde erstmal, dass Vergebung total wichtig ist, weil das vor allem mir hilft, meinem Herzen, dass mein Herz frei wird, dass ich keine Bitterkeit habe, weil der andere, in meinem Fall jetzt die Mörder oder wer es auch immer sei, mit dem ich nicht reden kann, der vielleicht schon verstorben ist, keine Ahnung, aber mit dem kann ich ja, dem kann ich das nicht mehr so aussprechen. Und jetzt, wenn ich jetzt vergeben habe, dann habe ich das in meinem Herzen getan, weil wenn ich das nicht tue, strafe ich mich, dann strafe ich mich. Und deswegen ist das mal der erste Punkt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und wenn es dann, das i-Tüpfelchen oder die Sahne auf dem Kuchen wäre dann, wenn ich zu demjenigen hingehen könnte und sagen könnte, hey, lass uns drüber reden und ich möchte echt vergeben, du hast mir da wehgetan. Und dann wäre das so eine, für mich so ein Beginn von einer heilenden Beziehung wieder. Aber das ist halt nur da möglich, wo die Leute sich halt auch miteinander kommunizieren können. Also jetzt in kleineren Sachen, meinetwegen Ehe, Familie, in Gemeinden, wo man sich halt kennt, wo man miteinander reden kann. Aber wenn ich jetzt irgendjemanden, was weiß ich, der meine Leute tot gefahren hat im Auto und den sehe ich nie wieder, kann ich diese Versöhnung nicht machen. Ja. Aber ich kann mit jemandem, wo andere Dinge passiert sind, den kann ich das aussprechen und ich kann versuchen, mit dem zu reden. Aber ich denke, das gehört nicht unbedingt dazu. Mhm. Wenn ich vergeben habe und das geht nicht, ist es nicht schlimm. Mhm. Es wäre toll, es wäre noch was extra obendrauf, aber das Wichtigste ist, dass ich mein Herz... Vergebung ist immer möglich, Versöhnung manchmal. Kann sein, kann nicht sein, aber wäre toll, wenn es möglich ist. Ja, ja. Mhm. Ich würde noch super gerne mit euch darüber weiter sprechen, aber wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit achten. Deshalb Abschlussfrage an dich, Susanne. Hast du ganz konkrete Tipps, die helfen, wie man besser vergeben kann oder schneller zur Vergebung kommt, gerade auch, wenn es jemandem schwerfällt?
Also besser oder schneller weiß ich jetzt nicht. Aber also ein großer Tipp ist, finde ich, zu sehen, dass es nicht etwas ist, was Jesus gesagt hat, das könntet ihr mal tun, sondern dass er wirklich gesagt hat, macht es. Ich möchte das von euch. Und dass dieser erste Schritt vom Kopf her, selbst wenn mein Herz, mein Gefühl, alles total dagegen spricht, dass ich wirklich anfange, diesen ersten Schritt zu tun und zu sagen, Herr Jesus, okay, ich will das jetzt, auch wenn ich überhaupt nichts fühle und mir es total schwer fällt, weil Jesus hat ja gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und das ist, glaube ich, was er wirklich geben möchte, diese Kraft zu vergeben. Und wenn man dann noch vielleicht anfängt, einfach nur ganz kurz zu sagen, Herr Jesus, segne den und den, den Namen, ganz kurz, selbst wenn das nur in dem Moment vielleicht ein Dahergerede ist, gar nicht so ernst gemeint ist, aber die Worte, wenn man die immer wieder sagt und das immer wieder versucht, dass seine Gedanken langsam aus dem Kopf gehen und das so langsam, langsam ins Herz rutscht. Ich denke, der erste Schritt zu sagen, ich will das jetzt wirklich. Jesus, hilf mir jetzt dabei. Ich denke, der lässt uns nicht im Stich, der hilft uns wirklich. Vielen Dank für dieses tolle Plädoyer. Vielen Dank, dass ihr hier wart und eure Gedanken mit uns geteilt habt. Gern geschehen. Vergebung ist die Reise, die wir unternehmen, um das Gebrochene, das Wunde, das Zerrissene zu heilen. Mit diesen Worten des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu wünsche ich dir eine gute Restwoche. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal bei Echt und Ehrlich wieder mit dabei bist. Bis bald.